So, das hat gesessen. Meine Damen und Herren, in der letzten Sendung hatte ich ja den Erzbischof von München und Freising, Herrn Reinhard Marx, zu Gast. Haben Sie es gesehen? Ja, war klasse, hat mich schwer überzeugt. Habe ich hinterher wirklich überlegt, ob ich nicht vielleicht mal ein wenig katholisch werde. Ich bin ja schon vor sehr vielen Jahren aus dem ADAC ausgetreten und seitdem glaubenstechnisch ungebunden. Und dann habe ich überlegt, mal langsam belzig, mal schauen, was die Konkurrenz anzubieten hat. Und da habe ich mir gleich jemanden eingeladen, ja, und zwar die alleröberste Protestantin von Deutschland. Sie ist eine Frau frisch im Amt, sozusagen eine nationale Päpstin der Gegenseite. Begrüßen Sie bitte die Chefin der Evangelischen Kirche Deutschlands. Hier ist Margot Kessmann. Frau Kessmann, bitte schön. Ja. Frau Kessmann, ja, Herr das Belsig. Freut mich, ja. Sie sind ja mörderschwer unterwegs gerade, ne? Gestern beim Plassberg, ich tue gerade mal ein wenig Bohle abfüllen. Ja, das habe ich schon befürchtet. Kurz vorher beim, ja. Also der katholische Kollege war begeistert, ja. Gut, also, ich will Sie jetzt ja nicht ausspielen dagegen, aber der Herr Marx hat einen guten Eindruck bei mir hinterlassen. Sie werden es heute schwer haben, ja. So. Frau Kessmann, erst einmal herzlich willkommen. Danke schön, Herr Belsig. Und sehr schön, dass Sie da sind. Ja, wunderbar. Freut mich wirklich. Ja. Frau. Ja, was tut man nicht alles, hä? Ja, gestern beim Plassberg noch, dann kurz vorher beim Jauch. Ist es die evangelische Großoffensive, die Sie da gerade betreiben? Nein, ganz beschränkt auf 3 Sendungen und natürlich der Höhepunkt heute und dann bis Weihnachten nichts mehr. Wirklich? Ja, ganz klar. Dann kommen nur noch Gottesdienste. Ja, da aber können Sie aber gerne kommen, jederzeit übrigens, auch wenn Sie aus dem ADAC ausgetreten sind. Ja. Wann, ja, warum nicht? Wann geht es immer los? Oh, ich denke Heiligabend, da können Sie also ab, ich sage mal, 15 Uhr oder jede Stunde einen Gottesdienst finden. Echt, ab 15 Uhr, da stehe ich nicht mehr so stabil, aber. Also vielleicht haben Sie es ja dann geschafft bis zum ersten Feiertag, 10 Uhr, und dann geht's wieder. Ja, oder ja? So. Ja, da komme ich gerade rein, 10 Uhr, das wird passen. Frau Kessmann, der Herr Erzbischof Marx war, wie gesagt, in der letzten Sendung ja schon anwesend. Wir haben uns extrem gut verstanden. Wir sind ja auch gewissermaßen Kollegen, Berufskollegen, der Herr Erzbischof und ich. Erzählen Sie mal, ja. Ja, schon im weitesten Sinne, weil wir stellen uns beide vor die Leute, reden schlau daher und setzen uns dazu lustige Hüte auf, ne? Und ja, ist das so, ne? Was hätten Nein, Sie denn? Zu, ich kann da nicht. Also hutmäßig kann ich nicht mithalten. Nein, aber Sie ist eine Frau, das dockt ja schon von Haus aus. Ja, besser als Hut. Ja. Ich rede ja viel lieber mit Frauen als mit dem männlichen Gesindel immer. Ja. Aber er war überzeugend, er hat auch das Publikum überzeugt. Was hätten Sie denn so anzubieten? Also Hut habe ich nicht anzubieten, aber immerhin, dass in der evangelischen Kirche Frauen alle Ämter ausüben können, finde ich eine große Errungenschaft. Martin Luther hat gesagt, es gibt das Priestertum aller Getauften. Er hat zwar noch nicht an alle getauften Frauen gedacht, aber im Laufe der Jahrhunderte hat sich das durchgesetzt. Also schon mal, dass Frauen dort, ja, klatschen Sie ruhig mal, da wurde nämlich geklatscht werden. Das ist eine gute Frage. Sie haben ja mal gesagt über die katholische Kirche, uns verbindet mehr als uns trennt. Ne? Das hat allerdings Schwarz-Gelb vor der Wahl auch gedacht. Aber was sie trennt, ist ja vor allem eigentlich die Frage der Aktivitäten von Frauen in den Kirchen, oder? Also Abendmahl und so, gemein geht gar nicht, aber das mit den Frauen, ne? Also das mit den Frauen ist natürlich ein großer Unterschied, dass wir sagen, Frauen können alle Ämter innehaben, Frauen können Pastorinnen sein, seit den 70er Jahren in allen evangelischen Kirchen. 30% aller Pastoren bei uns oder Pfarrer sind Pfarrerinnen. Ja. Das hat das Bild vom Amt, denke ich, schon sehr verändert. Ja. Und dass nur noch eine Frau Ratsvorsitzende sein kann, das zeigt es. Das ist der Hammer. Ne? Der das Hammer, ist eine ja. Revolution. Und das hat auch der Herr Marx anerkannt. Und er hat ja sehr, sehr nett über Sie gesprochen. Ja. Hat er wirklich? Haben Sie es gesehen? Ich habe es gesehen, na klar. Aber wir schauen es uns trotzdem zur Erinnerung gern noch einmal an. Wenn wir es mal kurz bitte kriegen können. Also finde ich schön, dass Sie sagen, Sie haben Respekt vor den Evangelischen, jetzt wo die eine geschiedene Frau als oberste Bischöfin haben. Das ist ja auch für Sie harte Zeiten. Ja, ich kenne die Frau Kessmann schon viele Jahre und da hat sie mich immer doch persönlich sehr beeindruckt. Das muss ich schon sagen. Die habe ich auch schon eingeladen. Wir treffen uns zweimal im Jahr in so einem Kreis zwischen evangelischen und katholischen Spitzen. Ja.
Und da ist sie immer sehr mit Herz und Engagement dabei. Also das überzeugt mich erstmal, wenn man nicht immer einer Meinung ist, was anderes. Aber wenn jemand mit Engagement und mit Herz in seiner Sache steht, da sage ich erstmal, toll, Respekt. Gut ab. Ja, ich habe die ja schon dreimal eingeladen. Das und ich habe einmal. Hut ab, sagte der Herr Erzbischof, Sie sind engagiert, halt für die falsche Sache, denkt er. Ne? Aber, ja, aber jetzt muss ich doch mal sagen, also ich denke, wir sind schon für dieselbe Sache engagiert und ich kenne den Erzbischof natürlich auch, über die Jahre hat er erzählt. Der hat auch Humor, das finde ich gut. Ja. Und bei unseren Treffen geht es auch nicht so jetzt immer nur so ganz trocken nüchtern zu, sondern das ist auch schon mal ganz lustig. Herr Pelzig, ja, wir trinken auch schon mal ein Glas Wein. So schon. Ist es nicht. So ist Eins es nicht. Oder zwei. Aber ich bin ja meistens 100% der Frauenquote, also ich bin da schon sehr zurückhaltend in den Treffen. Ja, ja. Ja. Gab es denn auch bösartige Reaktionen auf die Ernennung? Also ich weiß ja, Ihre Ernennung in dieses höchste Amt, ich weiß ja, dass die Orthodoxen in Russland wollen ja mit Ihnen gar nichts zu schaffen haben, weil Sie Frau sind und geschieden und Zeug. Ja, die sind ja da so ein wenig talibanös drauf da drüben. Ne? Gab es da hierzulande auch so Hinterhältigkeiten? Also da muss ich sagen, dass bei der Wahl zur Ratsvorsitzenden gab es ganz viel positive Reaktionen, auch von den katholischen Bischöfen, auch von vielen Katholiken im Land, auch von Menschen, die nicht in der Kirche sind. Eigentlich war die russisch-orthodoxe Kirche das einzig wirklich massiv ablehnende Votum, weil die gesagt haben, also eine Frau kann nicht neben dem Patriarchen stehen, das geht einfach nicht, der kann nicht neben der Frau stehen. Deshalb können wir uns jetzt nicht mehr treffen zwischen evangelischer Kirche in Deutschland und russisch-orthodoxer Kirche, das geht nicht mehr. Und das ist doch eigentlich bescheuert, oder? Das würde ich natürlich zurückhaltender ausdrücken müssen. Aber zu Hause zu Ihren Töchtern würden Sie es auch so sagen, ne? Ja, ist ja schon in Ordnung. Nein, ich will Sie ja nicht in Verlegenheit bringen. Ich habe gelesen, Sie bekommen dann Briefe. Und da hat dann jemand, ich weiß nicht, ob das vor dieser Ernennung war in das Amt, dann schreiben Ihnen Leute, warum haben Sie so kurze Haare? In der Bibel steht, lange Haare sind die Zierde einer Frau. Oder ein anderes Hasenhirn schreibt, warum tragen Sie Schuhe mit Absätzen? Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Ja. Entschuldigen Sie, die können Sie doch zu den Orthodoxen schicken, oder? Also. Nein, aber das ist schon so, das sind ja echte Zitate aus echten Briefen. Wir haben so einen Akten, na wie nennt man das, eine Hängeregistratur. Papierkorb. Nein. Nein. Haben wir auch für 10 Nein, wir haben eine. Ja. Wir haben eine Hängeregistratur Kuriosa, da kommt sowas rein. Aber es sind ernsthaft Menschen, die sich Sorgen darum machen und sagen, in der Bibel steht doch, also das lange Haar ist der Schmuck einer Frau, sie dürfen doch nicht kurze Haare haben und eben mit den Absätzen. Das ist von den Menschen, glaube ich, ganz ernst gemeint. Ja, aber schauen Sie, das ist doch eigentlich das Grundproblem von Büchern wie der Bibel oder dem Koran, dass das so beliebig ist, dass sich jeder das rausziehen kann, was ihm in die Welt seiner Vorurteile hineinpasst. Also das sehe ich natürlich bei der Bibel doch ein bisschen anders. Also nicht beliebig, aber man kann ja alles so interpretieren, wie man es will. Ja? Ist ja auch immer gern gemacht worden. Also ich weiß schon, dass Menschen sich was rauspicken, einen Vers, an dem sie sich dann ganz festhalten. Aber wenn sie die Bibel insgesamt lesen, dann sehen sie da, Gott wendet sich den Menschen zu. Gott liebt die Menschen gerade auch mit ihren Schwächen, gerade auch da, wo sie scheitern, gerade auch da, wo Menschen nicht so toll sind und leistungsmäßig mithalten können. Wenn sie die Bibel insgesamt lesen, ist das die Botschaft. Aber das Problem ist, dass das ja manche Leute nicht lesen wollen, sondern die suchen ja genau nach den anderen Sachen. Und man muss ja unterscheiden zwischen Altes Testament und Neues Testament. Und was im Alten steht, das ist ja manchmal schon Hardcore. Ne? Also ich bin ja schon froh, dass Sie noch eine biblische Bildung haben im Land, weil die meisten Menschen im Land ja gar nicht mehr wissen, was in der Bibel überhaupt drinsteht. Ja, das finde ich schon erschütternd, das muss ich sagen. Vorbereitet, ja. Bin extra 3 Tage in ein Hotel gezogen, wo eine Bibel drin lag. Ja. Da kann ich nur sagen, dem Gideon Bund sei Dank, dass er die Bibel wenigstens an die Hotels bringt. Wenn, haben Sie zu Hause keine, dann würde ich Ihnen gerne mal eine schicken. Doch, ich habe eine, die ist aber schon älter. Aber hat sich ja nichts geändert, oder? Ja, also ich sag mal, es gibt neuere Übersetzungen. Also ich aber bitte nicht die Bibel in gerechter Sprache. Die möchten Sie nicht haben. Na, das weiß ich, da bin ich echt. Ich also, dass das da Frauen mit vorkommen, ist nicht so gut. Nein, ich habe da gar nichts gegen Frauen, aber das ist dann schon manchmal, ich habe mir so ein paar Stellen angeschaut und das fand ich dann schon ein wenig so schwierig. Einzelne Stellen wieder, oder was? Ja. Also, der Reinhard und ich, also der Herr Marx und ich, wir waren da anderer Meinung. Frau Kessmann, nein, aber ich werde da ja ganz offen. So. Frau Kessmann. Übrigens, das ist Jüngerin.